Willkommen zum Spiel VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg. Beim Namen VfL enden auch schon die aktuellen Gemeinsamkeiten. Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen dieses VfL-Duells kaum sein. Beide waren unter der Woche im Pokal beschäftigt. Bochum ist raus, Wolfsburg weiter. Bochum ist seit 8 Ligaspielen sieglos, die Wölfe seit 6 Ligaspielen ungeschlagen. Aber trotzdem die Bochumer mit dem besseren Start. Freistoß, Epale. Und da ist es nach 4 Minuten die 1:0 Führung. Šestak trifft und das zum 5. Mal in dieser Saison. Epale sucht und findet Šestak in der Mitte. 4. Minute die Führung. Die Antwort der Wolfsburger. Die 12. Minute. Rafić mit der ersten Chance für die Wölfe. Der Brasilianer in letzter Zeit gut in Form. Rafić mit dem ersten Versuch. Nur 4 Minuten später. Wieder die Wölfe. Langer Ball von Ejaga. Vlad Muntiano. Aber René Renault rettet für die Bochumer. Er für Lastufka kurzfristig ins Tor gerückt. Seine erste Bewährungsprobe. Die 20. Minute. Auf der anderen Seite jetzt Jentsch im Blickpunkt. Er kommt zu spät aus dem Tor und holt Michiel von den Beinen. Klarer Elfmeter. Gagelmann zeigt's an. Simon Jentsch hat das hier ganz alleine verschuldet. Kam zu spät aus dem Tor. Und der Kapitän Marcel Maltritz übernimmt die Verantwortung. Maltritz trifft. 2:0, die 20. Minute. Bochum hier mit einem Blitzstart. Wolfsburg spielte zwar gut mit, aber die Abwehr immer wieder mit großen Problemen. Ja, hier kann die Unsicherheiten in der Wolfsburger Hintermannschaft nicht nutzen. Diesmal Jentsch im Glück. Wieder nach einem Standard. Und Jentsch im Nachfassen. Bochum drehte die letzte Viertelstunde nochmal so richtig auf. Das ist Dani Vogt. Geht auf und davon. Wieder ist die Hintermannschaft nicht im Bilde. Dani Vogt trifft zum 3:0. Vogt mit seinem ersten Saisontreffer. Also das Problem wirklich, die Hintermannschaft der Wölfe, die heute alles andere als auf Höhe des Spielgeschehens waren. Wie jetzt wieder geht in Bochum alleine, das ist Šestak mit der nächsten Chance. Die 44. Minute, 4:0, jetzt droht hier wirklich ein Debakel. Die Bochumer überrennen völlig überforderte Wolfsburger. Und die Magger-Truppe ist nicht mehr wieder zu erkennen nach den letzten Wochen, wo sie wirklich eine gute Performance abgeliefert haben. Und heute müssen sie aufpassen, dass sie nicht völlig untergehen in Bochum. Aber Wolfsburg wehrte sich gegen die drohende Blamage. Nur 5 Minuten nach dem Wiederanpfiff. Marcelinho. Und aus dem Hinterhalt kommt Schäfer, der 4:1 Anschlusstreffer. Etwas Hoffnung keimte wieder auf bei den Wölfen. Marcelinho mit der schönen Vorarbeit. Und Marcel Schäfer mit seinem ersten Saisontreffer für die Wölfe. Der Anschlusstreffer. Nur 6 Minuten später. Jetzt plötzlich Wolfsburg hellwach. Rafić 4:2. Der Bochumer Torwart Renault konnte zwar parieren, aber direkt in die Füße von Rafić. Schaffen die Wölfe hier etwa noch die Wende? Die Antwort der Bochumer. Mit einem Entlastungsangriff. Michiel legt auf Epale. Epale 5:2. Die perfekte Antwort der Bochumer. Endlich ist der Knoten bei Epale geplatzt. Die 63. Minute. Und dann wieder die Wölfe. Grafitsch erneut mit dem 5:3. Sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Also hier war wirklich jede Menge Spannung drin. Vor allem die Abwehrreihen beider Teams haben hier zur Unterhaltung beigetragen. Es blieb beim 5:3 für die Bochumer. Das geht auch so voll in Ordnung. Die erste Halbzeit waren sie eben viel besser. Wolfsburg konnte zwar in der zweiten Halbzeit gut mithalten, aber am Ende geht der Sieg
in Ordnung, auch wenn die Grafik was anderes zeigt. Bochum war in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Nach dem Seitenwechsel waren die Wölfe zwar gleichwertig, aber ihre Aufholjagd kam zu spät. Zusammengefasst geht der 5:3-Sieg von Bochum gegen Wolfsburg völlig in Ordnung.